liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wenn der Zug so lange durch die Stadt geht, dann hat man von hier oben den Eindruck, es werden immer mehr. Je weiter der Weg, desto mehr kommen mit. Sie wissen, dass ich evangelischer Pfarrer war und dass ich gerne an dieser Demonstration teilnehme. Ich stelle aber keinen Altar hier auf und ziehe keinen Talar an. Aber ich weihe auch, ich taufe auch keine Tunnels. Bis jetzt dachte ich immer, man tauft nur Menschen, weil die eine Seele haben, in denen Gott leben will. Und Tunnels haben keine Seele. Aber jetzt sage ich auch ein Gedicht, eines, das ich in der Kindheit lernte, von Josef von Eichendorff. Hören Sie mal, wie damals von Weihnachten die Rede war, Markt und Straßen stehen verlassen, still erleuchtet jedes Haus, sinnend gehe ich durch die Gassen, alles sieht so festlich aus. Und wir stehen da, ganz unfeierlich, weil unsere Stadt dort, wo sie früher fast am schönsten war, verletzt, zerstört, verwüstet, da liegt. Gehen Sie zum Bahnhof und schauen Sie es an. Und diese riesige Wüste von Beton soll künftig den schmalen, grünenden Talgrund für immer zerschneiden. Eine hässliche und grausame Schande. Liebe Freundinnen und Freunde, natürlich sagen viele Menschen, warum machst du da noch mit? Schweige doch und gehe deiner Wege. Du kannst doch gar nichts daran ändern. Was wir an diesem Projekt ändern können, letztlich, weiß ich nicht. Aber sagen, wie es uns geht, wie schrecklich wir es finden und beklagen, wie dieses Unglück über unsere Stadt kam. Liebe Freundinnen und Freunde, das können wir und das ist ein Menschenrecht. Vorher hat jemand gesagt, morgen kommt das Christkind. Ich sage natürlich einfacher, wir feiern oder viele von uns feiern morgen Weihnachten. Und die Botschaft dieses Weihnachten heißt ja, Gott ist nicht nur im Himmel, sondern der ist hier in dieser Stadt, hier bei den Menschen und sogar in uns drin. Und wenn uns dieses bewegt, dann nehmen wir jeden Menschen ernst in dem, was ihn beschwert, was ihn umtreibt, auch wenn das manchmal für andere Leute lästig ist. Ich kenne Freunde dieses Projekts, die sind, obwohl sie dafür sind, entsetzt über die Art und Weise, wie es eingeführt wurde, wie sogar im Parlament Zahlen, Fakten und Probleme nicht zur Sprache kamen und wie nicht das Wohl dieser Stadt, sondern Profitinteressen einzelner Gruppen dabei zählten. Diese Demonstrationen, nicht in Nebenstraßen, sondern sichtbar in der Mitte einer Stadt. Diese Demonstrationen sind so lange nötig, bis allen klar ist, so kann bei uns kein Projekt gedeihen. Wir brauchen
verletzliche Regeln und Verfahren, dass so etwas niemals mehr und nirgends mehr in unserem Land geschieht. Und deshalb nenne ich jetzt vier Forderungen. Wenn alle Menschen Würde haben, wenn Gott allen Menschen Würde gibt, dann muss es als schimpflich gelten, eine Kampagne mit Tricks und Propaganda so lange zu betreiben, bis der Bürger nur noch resigniert und schweigt. Und zum Zweiten, wenn Gott in dieser Stadt wohnt, dann ist diese Stadt nicht nur eine Maschine zur Förderung von Wirtschaft, Handel und Gewinn. Diese Stadt ist genauso Gemeinschafts-, Wohn- und Wohlfühlort und Heimat für uns Menschen. Und wie unsere Stadt ästhetisch aussieht, welche Kultur und Kunst diese Stadt prägt, ob man froh ist, hier zu sein und sich engagiert, das alles ist für unser Leben wichtig und übrigens auch für die Wirtschaft. Drittens, wenn die Meinung und die Gefühle aller Menschen ernst genommen werden, dann kann eine so große, weitreichende Umgestaltung des Stadtbilds einer Stadt nur beschlossen werden mit einer deutlich spürbaren Übereinstimmung in allen Gruppen der Bevölkerung und nicht mit taktisch knapper, fragwürdiger Mehrheit, die einen Großteil der Bevölkerung, zu dem wir gehören, nur riskiert und ausschließt. Die Demokratie fordert deshalb für wichtige Fragen große, qualifizierte Mehrheiten. Und damit verhindert die Demokratie genau das, was wir hier erleben, dass die Bevölkerung über Jahre hinweg gespalten und verärgert bleibt. Und vierter Punkt, mein letzter Punkt, wenn man Menschen ernst nimmt, dann darf man mit einem solchen Projekt erst dann beginnen, wenn alle Fragen der Finanzierung, der Umwelt, des Baurechts und des Denkmalschutzes an allen Stellen des Projekts geklärt sind und nicht scheibchenweise. Das Unglück wächst von Tag zu Tag. Das Argument, jetzt ist doch schon am Laufen, ist mit Menschenwürde nicht vereinbar. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Botschaft von Weihnachten ist nicht nur nett und schön. Sie fordert uns heraus, für das Wohl der Menschen und für den Frieden in der Stadt einzutreten. Ich danke euch fürs Zuhören und trotzdem wünsche ich euch ein schönes Fest. Großen Dank an Martin Klum. Wir bleiben draußen, wir bleiben auf der Straße. Vielen Dank, Herr Klum. Man könnte sich schon wieder in die Kirche trauen, angesichts solcher Kirchenmänner, nicht wahr?